Die nahe Hochzeit versetzte alle auf Green Gables in helle Aufregung. Marilla vermochte, trotz der tief empfundenen Vorfreude auf den großen Tag, eine gewisse Nervosität nicht recht zu verbergen. Wenn das alles bloß gut geht. Das wird es bestimmt. Beruhige dich, Marilla. Du hast doch die beste Unterstützung im eigenen Haus, die es zu einem solchen Anlass geben kann. Mich. Das ist wahr. Wirklich lieb, wie du mir unter die Arme greifst, Rachel. Das tue ich sehr gerne. Anne ist doch fast schon wie ein eigenes Kind für mich. Es ist die allererste Hochzeit in diesem Haus. Als Kind hörte ich einmal den Pfarrer sagen, ein Haus sei erst dann ein richtiges Zuhause, wenn darin ein Neugeborenes, ein Hochzeitspaar und ein Sterbender gesegnet worden wären. Todesfälle gab es bereits 3. Unsere Eltern und Melcio starben hier und sogar eine Geburt hat es schon gegeben. Kurz nach unserem Einzug hatten meine Eltern ein befreundetes Paar aufgenommen, dem das eigene Haus abgebrannt war. Ihnen wurde während ihrer Zeit auf Green Gables ein Kind geboren. Aber eine Hochzeit hat es in all den Jahren nie gegeben. Und zwar, weil du damals zu dickköpfig gewesen bist, die Sache mit Gilberts Vater wieder in Ordnung zu bringen. Ach, das ist so lange her. Ich habe mit der Sache längst meinen Frieden gemacht und denke nur noch selten daran. Es ist gut, so wie es gekommen ist. Sonst wäre Gilbert nun dein Sohn und Anne nie nach Green Gables gekommen. Es würde ihre Hochzeit also gar nicht geben. Ach, Schluss mit diesem Unfug. Ich sag ja schon nichts mehr. Dass Anne nun so selbstständig und erwachsen ist und zudem bald schon verheiratet sein wird, es will mir noch nicht recht in den Kopf. Tja. Ich weiß noch, wie entsetzt ich war, als Matthew ein Mädchen vom Bahnhof mitbrachte. Und was für eins. Es ist für mich, als ob es erst gestern gewesen wäre. Was wohl aus dem Jungen geworden ist, den wir eigentlich aus dem Waisenhaus in Hopetown angefordert hatten. Wer weiß. Gottlob kam es ja zu diesem glücklichen Missverständnis. Anne war ein rechter Glücksfall, auch wenn ich das nicht gleich erkannt habe. Wie allgemein bekannt. Schon gut. Anne ist das Beste gewesen, was euch beiden Brombeeren auf eure alten Tage passieren konnte. Ja, das hat Matthew auch immer gesagt. Ich werde ihr zur Hochzeit 2 meiner allerschönsten selbstgehäkelten Baumwolldecken schenken. Eine mit braunen Streifen und eine mit gestickten Apfelbaumblättern. Anne sagte mir in den letzten Ferien, als ich daran arbeitete, dass Decken mit Apfelbaumblättern wieder ganz groß in Mode kommen. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Es gibt nichts Schöneres für ein Gästebett als eine auf solche Art verzierte Tagesdecke. Ich muss sie nur noch bleichen. Dafür hast du noch einen Monat Zeit. Ja. Ich werde ihr übrigens die geflochtenen Vorleger schenken. Die altmodischen Dinger? Ja, warum nicht? Anne hat mich ausdrücklich darum gebeten. Och. Sie will nur die und keine anderen. Ich habe sie vor einigen Jahren selbst aus vielen hübschen Stoffresten geflochten. Na, wie ich dich kenne, wird das doch nicht alles sein, was du ihnen schenkst, oder? Nein. Eine Jahresportion selbst eingemachtes Pflaumenkompott bekommt sie außerdem. Wusste ich's doch. Seltsam. Seit 3 Jahren haben die Pflaumenbäume schon keine Früchte mehr getragen. Ich dachte schon daran, Mr. Harrison zu bitten, sie zu fällen. Plötzlich stammten sie in diesem Frühjahr wieder in voller weißer Blütenpracht. Oh, als ob sie gewusst hätten, dass es zur Ernte eine Braut auf Green Gables geben würde, deren Leib- und Magenspeise dein Pflaumenkompott ist. Ja, sicher wird sich Anne sehr darüber freuen. Und wie. Wir können nicht dankbar genug sein, dass meine vielen Gebete erhört wurden und die beiden doch noch zueinander gefunden haben. Sicher waren deine Gebete ausschlaggebend. Das brauchst du gar nicht so spitz zu sagen. Es hätte nicht viel gefehlt und Anne wäre mit diesem reichen Jungen aus Kingsport vor den Altar getreten. Aber sie hat es nicht getan. Und deshalb müssen wir daran auch keinen weiteren Gedanken verschwenden. Durch die Heirat von Anne und Gilbert ist es für mich fast, als ob das Missverständnis, welches Gilberts Vater und mich damals entzweit hat, endlich aus der Welt geschafft würde. Schön, dass du so gut wie nie mehr daran denkst. Ach, hör auf zu sticheln, Rachel. Ich sag's ja nur.